So, egal, ein Schnittchen. Wir sind wieder da. Hallo. Wir müssen Motorräder klauen, die wir dann als Fluchtfahrzeuge nutzen müssen. Ja, komm, gib ihm. Wir haben so die Barney Stinson-Klamotten an, Peter und ich. Klammern. Ja, wenn man auf dem, fährt man am besten mit Motorrad. Exakt. James Bond wird dir das gleiche sagen. James Bond! Kommt ja dieses Jahr wieder raus, wa? Ach scheiße, mein Auto ist ja zerstört. Das wird nicht der geilste Film dieses Jahr. Beziehungsweise der interessanteste. Was denn, das ist mein Auto! Was? Oh, tut mir leid. Ja, ich würde das gerne nicht haben, aber so, ich würde dann wenigstens gerne mitfahren. Das ist so cool, hier steht direkt eine geile Karre. Kannst ja die nehmen. Ja, mein Auto existiert leider aktuell nicht. Oh, ich weiß gar nicht wieso. Ja, nächste Woche kommt Mad Max, ey. Nächste Woche schon? Ja. Boah, auf den bin ich echt mehr gehypt. Nee, Moment. Wir haben heute, was haben wir heute? Wir haben heute Dienstag, oder? Age of Ultron war ein super. Der kommt diese Woche raus. Der kommt übermorgen. Glaube ich auch. Aber ich glaube, Mad Max wird ein ausgezeichnet davon. Ich habe bei Mad Max da die Ursprungsfilme nicht gesehen. Oder den Ursprungsfilm damals mit. Ich nicht. Das geht, glaube ich, da nur um Geballer. Aber wie hieß nochmal der Schauspieler? Aus dem Ursprungsfilm. Was? Der jetzt in dem neuen mitspielt? Nee, nicht nur in dem alten. Mel Gibson. Ja, genau, Mel Gibson. Und Tina Turner. Lebt die noch? Aber die war doch nur in dem dritten Film, oder? Ja, ja, nur unter der Donnerkuppel. Cool. Ja. Ein Mann geht rein, ein Mann geht raus. Oh, Maske aufsetzen. Ja, Helme anziehen. Da stehen unsere Fischstücke. Voll gut, dass ihr auf uns wartet, ey. Jetzt müssen wir die nämlich bestimmt alle wegknallen. Steht ein Elektro. Alles klar. Mögen die bestimmt nicht, die Typen, die hier rumstehen. Ihr könnt schon mal Waffen ziehen. Ja, der erste. Ich bin tot. Also da hast du halt auch sowas von geil reingerannt, Frank. Einfach reinrennen und so ein Ding nehmen war das Ziel. Ja. Ja, Strich für Bram, ne? Nee, das macht er schon, du musst ihn nicht jedes Mal dran erinnern. Nee, also aber ich Bram jetzt keinen gegeben. Gerne. Weil Johnny... Was? Weil Johnny ich? 100% ist. Genau. Den guten Grund. Was ist da los? Bram hat nicht auf Neustart gedrückt. Müssen wir echt sicher? Alle? Ich dachte, das müssen nur 3 von 4 oder so. Peter hat bei mir nicht auf Neustart gedrückt. Oh. Wenn ihr mich fragt. Oh nein. Oh, bei mir haben alle Neustart gedrückt. Ach nö. Bei mir ist Peter das Neustart. Warten kurz. Ausgegraut. So, ganz Schittchen. Weiter geht's. Bereit zum Spielen. Ich hab grad noch einen Strich gekriegt. Sag ich, fand meine Taktik eigentlich ganz gut. Man hätte da direkt mit dem Auto reinbatzen sollen. Das war doch so der Fehler. Stimmt. Auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst. Um die 40 von den Hells Angels einfach mit dem Auto reinheizen, denen so ein mit ihren Sportmotorrädern, sagst du. Das sind die Nachtwölfe. Heißt nicht, egal, das ist nicht so? Die Russenrocker? Und hier stehen die Motorräder schon, oder? Was? Nein. Ja. Das sind einfach irgendwelche. Fucking Jay. Fucking Jay. Kannst mich nicht mehr. Kann gut sein, dass ich dich. Ich bin vom Speed her langsamer. Steuerung. Ey, wieso hast du eigentlich nur noch ein Viertel Leben oder so? Ich hab bei mir volles Leben. Echt? Ja. Hui. Keine Ahnung. Mal wenn du dir Nitro eingebaut hast, dann benutzt du das automatisch irgendwie, oder? Echt? Ich hab leider noch keins.
Noch keins. Hast du schon welchen? Es gibt ja nicht jetzt Level 50 oder so? Nee, ich habe letztlich Nitro eingebaut. Aber seitdem macht er so Geräusche, als wenn der neue Turbos drin hätte. So. Wie schneller bist du aber gar nicht? Ich bin auch gerade, habe auch gerade einen Unfall gebaut. Achso, okay. Wo geht das? Wow, okay, geht nicht. Ja, okay. Alter! Geil, die schießen direkt auf mich, Jay. Ja, egal, das war mir wert, selbst wenn du einen Strich kriegst, war mir definitiv wert. Es ja, war so ja gut. Denn. Ich krieg einen Strich, weil mich der Laster, der da kam, hat einfach mein Motorrad umgefallen. Boah, das war einfach zu geil gerade. Boah, wie Peter geflogen ist. Motorrad, Christian? Die standen vor der Haustür. Also. Das war der Grund, warum ich gefragt habe, oh cool, wir haben eine Motorräder schon. Ja, und dann hat Christian gedacht, steige ich mal auf ein Motorrad. Hm, das ist natürlich ja. Living on the Edge, Junge. Premium. Echt mal, ich würde lieber Living on HSDPA machen. Oh Gott. Brace yourselves. Was ist das denn jetzt? Ach ja, jetzt haben wir ja den Punkt geschafft. Ja, wir müssen ja gar nicht mehr immer fahren. Machen das Fahren hat aber Spaß gemacht. Müssen wir denn hin? Wir machen halt auch nicht richtig, die Entwickler. Wenn wir fahren müssen, ist scheiße. Wenn wir nicht fahren müssen, auch scheiße. So. Ach, da vorne sind sie. Ihr müsst bei dem Geballer ein bisschen an der Straße aufpassen. Ja. So krass, ihr pillt auch nicht so mit auf der Straße so stehen die ganze Zeit. Leute, wieso schießt ihr durch die Mauer auf mich? What the fuck? Headshot. Lebt der echt noch? Das gibt's ja wohl nicht. War jetzt nicht mehr. Ich kann hier hoch. Oh shit. Oh, da sind noch deutlich mehr als ich dachte. Oi, 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 oi. Hinter uns. Oh. Die können wir. Ja, tja. Die verschwinden aber nur, weil die... Ja, weil man die halt nicht mehr sieht, aber... Genau. Die sind noch genug. Oh! Ich habe auf Motorrad geschossen. Saus wie Mensch. Ja, nimmst du gleich. Ich glaube, wir schnappen uns jetzt die Dinger hier und dann ist gut, wa? Ja. Bremsrückgewinnung? LOL! LOL! Alles klar. Wo ist denn das vierte Bike? Weiß ich nicht. Oh, Spaß, wo ist das? LOL. Alter, ich muss... Okay, ich werde sofort sterben. Ja, wo ist Shit. Das? Das vierte Bike ist nicht hier. Komm alle das zurück. Ist hier nicht. Ich kann nicht zurück. Ich werde die ganze Zeit beschossen. Versuch mal in den Wagen einzusteigen. Der Wagen das? Nee. Ja, das hat auch nicht. Das muss entweder deine. Das muss eigentlich in dem Gebäude sein. Ja, nee, ich spaller gerade noch alles weg. Rein. Es ist im Gebäude, Christian. Es ist im Gebäude. Lol. Man hätte sich einfach nicht vorstellen. Ey, ist eine Rüstung drin. Braucht noch jemand Rüstung? Ja. Also ich bin schon da. Fast ja, dann Arsch. Bram, Alter, die werden uns hier sowas von wegficken. Du musst einfach nur warte mal. Gas geben schmeiß, und nimm, warte, schmeiß doch eine Haftbombe daraus oder so erst. Hey Jay, das Problem ist nicht das Fahren, das Problem ist erstmal hier rauskommen. Okay. 3, 2, 1. Okay, let's go. Hört sich gut aus. Scheiße.
Peters Turtle. Die hat Peter direkt am Futter geschossen. Das ja, cool. Macht so nix. Peter, auch wenn wir nicht böse sind, einen Strich gebe ich trotzdem. Naja, machst du nix. Kills. Ha, war so geil, ey. Wo ist das Auto? Das Auto, das Motorrad. Das muss ich auch vor die Garage stellen muss. Wer kommt denn bitte da drauf? Ja, vor allem, der Bus stand ja auch davor. Nee, das war die Garage daneben. Neben dem Bus. Oh. Ups. Das ist halt wieder ein Bug. Ja, es, wir sehen toll aus. Und es <Spaß. lacht> Oh. Leute, er ist nicht gestorben. Ich finde diese Regenpfützen in diesem Spiel so unfassbar gut, ne? Cocksucker! Ich muss sagen, 60 Schuss im Magazin sind schon eine ganze Menge. Oh ja. Shit, fuck, shit, the fuck, fuck, the fucking shit, fuck. Fuck, the shit, fuck, yeah. Ich glaube, wir können, oder? Sieht so aus. Den Wagen zu verstecken. Ja. Haben's alle? Was ist mit der Bremsrückgewinnung? E drücken, ist so ein Booster. Ja, wofür ist das? Let's go. Da gibt's Boost. Ah. Ich bin tot. Der hat mich belohnt. Oh Spaß, der zweite Typ auf dem Motorrad gerade hat mich mit einer Schrotflinte weggemacht. Also da hörte sich zumindest so an, einfach so plup und war ich tot. Boah Bram, ey. Na, machst du nix. Da machst du nix. Da machst du nix. Echt nix. Ich hätte mehr Bremsenergie Rückgewinnung gebraucht. Oh nein, nicht im Ernst, oder? Bei mir werden wieder nee, zwei. Nee, nee, ist alles cool. Da machst du nix. Machst du da. Eier legen ins Klo ist so wunderbar. Warum habe ich eigentlich immer die Haftbombe in der Hand? Wenn das ist lass gerne Waffe, Sachen ich lasse gerne Sachen explodieren. Bevor du auf Let's Go drückst, ganz am Anfang in der Lobby ausgewählt hast. Ja. Ah, okay. Bram wurde, glaube ich, gerade schon umgefahren. Ja. Ja, ich auch. Die kriegen manchmal so ein Flip-Out, wenn du anfängst zu schießen, die Leute. Nur nicht. Die Suckers. Wo ist der denn? Hui. Denk dran, in der Garage sind noch zwei Panzerungen, ne? Wenn ihr gleich welche braucht. Was? Warum? Alles klar, das ist do that again. Ich hole langsam auf, ey. Echt? Wie steht denn? Nur wenn du dir immer halbe Striche aufschreibst, hast du noch ein bisschen was. Johnny 9. Also Jay hat 8, Peter. Jay hat 8, Bram hat 7, Peter hat 6 und ich hab 4. Und die Willkür hat 1. Willkür, der gut Cheater. Boah, lass uns noch mal ein bisschen angucken hier. Boah, die Helme leckt mich am Arsch. Ja, vielleicht jedes Mal machen müssen, Alter. Ich dachte, das heißt schneller Neustart.
Nee, nee. Ja, leider können wir keine Granaten da reinwerfen. Ja, das machst du direkt Elektros kaputt. Hm. Ich hätte gerne so ein leichtes Maschinengewehr, mit dem ich da einfach reinrenne. Fuck dies! So. Get the fucking out of here! My fuckers! Brother down! Pass auf deinen Bruder. Voll geil, Alter. Einfach die ganze Zeit da reinhalten. Hey, jemand hat die Elektroker umgeschossen. Aufpassen. Ich hab keine Rüstung mehr, ich nehme eine. Ich hab noch fast voll. Ja, dann mal rein, ne? Mal los? Ja. 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 Weil der ist direkt vorbeigefallen. Gut, ich wollte mit dem Reedy starten. Oh shit. Aber Vorfahrt. LOL! Holy shit! Boah, das war echt knapp wieder. Oh, Straßensperre! Alter! Ich bin schon fast tot. Das werde ich nicht überleben. Aber wir müssen nur bis da vorne, Peter. Geh noch einmal links, dann sind wir quasi ich da. Bin runtergefallen. Peter, ey. Ich bin runtergefallen. Mein Gott, der Peter, ey. Nee, der Peter hat jetzt auch 7 Striche. Nee. Geil, wenn ich jetzt nicht mehr sterbe, dann bin ich vielleicht nicht der 2. beste Stricher. Sondern nur der bronzene Stricher. Jagdon ist ja der güldene Stricher, ja? Und ich bin der silberne Stricher. Und Peter dann der bronzene Stricher. Nee. Momentan bist du und Peter der silberne Stricher. Ja, okay, genau. Jetzt nach der Runde sind wir beide der silberne Striche. Ja. Und jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass ich der bronzene Stricher werde. Das Problem ist, wenn Peter oder du noch einmal sterben, dann werdet ihr zum goldenen Stricher. Ja. Oh, shit. Ich will aber kein silberner Stricher sein. Ich will Gold bleiben, Junge. Und wie ist das eigentlich? Wenn jetzt sagen wir Peter, also sagen wir, ich sterbe nochmal, wird auch der goldene, dann wird Peter trotzdem der bronzene, oder? Ja. Das ist ja wie bei Mario Kart. Ja. Sehr gut, okay. Haben wir die Regeln schon mal abgeklärt. Ja, das ist schon mal wichtig. Immer wichtig bei uns. So wichtig für der grüne Stricher ist. Alter. Da kann ich mal sehen, jetzt steht da der rote Van. Wer die scheiß Karte da hingestellt? Wer hat den denn weggeschossen? Nice. Frank has been shot! Alter. Jetzt stimmt doch! Also. Ja, ohne Spaß, der eine Typ sitzt nur hinter der Kiste, guckt nicht einmal und trifft mich die ganze Zeit. Wie, wenn er nicht guckt, trifft er dich? Der ist ja krass. Ja. Das ist ja richtig gut. Oh! Alter Vater. Von wo krieg ich denn so viel Schaden? Ist noch einer hinter, oder? Ja. Ja. Ist tot. Oh, ich brauche mal rein. So. In die gute Stube. Also ich brauche auf jeden Fall mal Rüstung. Scheiße, jetzt ist hier keine Rüstung mehr drin. Fuck. Ich bräuchte doch eigentlich wieder ein bisschen Leben. Weil ich okay, das du eigentlich das. Mir fehlt noch ein Schuss, wir sollten fahren, oder? Ja. Boah, das war knapp. Gut. Da wäre ich fast gestorben. Du Fucklacker! Oh, du Ficklacker, Peter!
Okay, der nee, ich fahr nicht mehr vor. Ihr habt alle gewartet, ihr Schweine. Ich bin also nicht gefahren. Genau, Christian ist am Anfang links abgefahren und ich bin ihm halt hinterher. Ich auch. Red. Ich war vor euch, um Längen. Ja, Christian, direkt links. Ist doch eine andere Kurve. Ja, meint, ihr seid direkt links. Ihr seid nicht über die Brücke gefahren. Richtig. Nee. Ah, direkt. Okay. Moment, wir waren aber doch nur zu zweit und ja, richtig. Boah, und ich war schon am Ziel. Halt irgendwer erzählt gerade ein bisschen Quatsch. Ich hab doch gesagt, ich bin dann eine links später abgefahren und leuchtet da. Achso, ja, stimmt, das kann sein. Hey, egal, ich, wie gesagt, euch bleibt goldener Stricher. Oh mein Kissen. Vor allem die letzte Mission haben wir noch gar nicht. Das ist noch gar nicht was da ist. Ja, das Finale, sein. Das fehlt noch. Ja, das Problem ist, dass mir langsam die Zeit ausgeht für das Finale. Ja, mir auch. Ja, wobei. Um euch schon mal vorher dazu erzählen, mir geht sie schon aus. Also, wir müssen uns beeilen. Wird auch kein Finale mehr jetzt heute gehen. Okay. Oh. Leute, warum mach ich denn jetzt mal das Rad auf, wenn ich... Jetzt halt doch die Waffe in der Hand, du Lutscher! Okay. Mieser Stricher, ey. So, hast jetzt Mosaik in der Brille, oder was? Ich hab irgendwie blutigen Stuhl. Ja, glaube ich dir. Wie du im Best-of sehe ich gerade aus. Oh. Hui! Shit, kann ich stehe nochmal auf. Diese scheiß Garage ist bei mir so buggy, die geht immer viel später auf als bei euch. Tja, dann. Go, go. Alles klar! Das war so geil! Next also, time! Ich weiß nicht, ob die mir einen mitgegeben hat und ich dann gegen den gefahren bin oder erst gegen den gefahren bin und dann. Ah, wir haben ja Zeit. Alter, das ist ja shit. Wir sitzen jetzt gleich schon wieder über 3 Stunden da dran, das ist ja krasse shit. Wir haben mittlerweile schon 40 mal neu gestartet oder so. Ja. Ja, ich weiß, klar. Aber wie oft wir failen. Aber wir spielen auch auf schwer, bevor die Leute wieder anfangen mit, man hat doch Teamleben und die sterben voll schnell und bla bla bla. Das stimmt. Spielen on highest Schwierigkeitsgrad. Wir haben kein Teamleben. Alter! Haben die mich schon Half-Life geschossen? Alles klar. So, boom, weiter geht's. Boom, boom, Digga, wir machen dich jetzt weg. Lol. Headshot. Ja, guck. Nice, Dennis. Beim Straßenverkehr bin ich zweimal von dem Auto angefahren worden. Headshot. Oh, lol! Oh, Brammen, was geht ab? Oh, Brammen. Scheiße. Du hast einen auf einen aufgeholt, du silberner Stricher. Ja, das Schlimme ist, dass ich auf Peter einen wieder Abstand habe. Das ist viel schlimmer. Ich habe den vor mir nicht gesehen. Stricher ist eine schöne Auszeichnung. Ich habe den nicht gesehen. Ich bin einfach um die Ecke gegrindet und dann stand er leider weiter vor mir. Oh Gott. Und vor allen Dingen nachher auf dem Motorrad ist aber auch teilweise echt so... Ja, random. Ja, man könnte fast sagen random, ja. Wobei, ja, das stimmt, es ist gerade so random, dass sogar der Erste nicht immer stirbt.
Du musst die Typen aber nicht unbedingt töten, du musst die ja mit der Mikro-MP nur einmal treffen, dann fallen die ja schon fast vom Motorrad runter. Und so weit ist das eigentlich gar nicht, was man mit dem Motorrad fahren muss. Ja, das ist mega kurz. Wie er von seinem Moped gefallen ist. Headshot, Headshot, Headshot. Headshot. Wie kann ich denn... Die Anzeige Headshot. Hat mir gesagt, ich von hinten rechts sein. So. Versteck dich doch nicht, ihr Lutscher. In die Straße. Der ist tot. Aua, aua, aua. Also auf Charlie. Ohne süchtiger Spatten. Wo ist da noch einer? Aua, von wo denn? Rechts ist noch einer. Ne? Na, jetzt nicht mehr. Okay, sehr gut. Krass, wie das Ding bei mir immer buggt. Ich hätte volles Leben noch. Bei mir ist alles cool. Brauch keine. Was heißt, stand ja einfach nur hinten, hat nichts gemacht. Okay, dann machen wir mal, wa? Oh! Hallo Bram. Bieg vorher eine ab. In den kleinen. Alter Peter! Hier rein, ja. Und jetzt hier links. Links in die Einfahrt. Nein, nein, nein! Hier. Du bist drin. Oh, ups. So. Hui. Das war easy. So. Na, wer schafft's? Der Chris schafft's auch. Jawohl! Nice. Versuch 69 oder so. War doch easy. Und dann hat er die Mission dann wie lange gedauert? Ungefähr 2 Minuten, 2 Minuten oder so. Tut mir leid, dass ich euch so ein Video präsentieren musste, gehört halt manchmal dazu. Ich fand's witzig. Ah, ist der Bram zu Recht Bronze. Eigentlich müsstest du auch Gold sein für Goldstricher, oder? Ja, in der nächsten Folge werde ich nicht mehr Goldstricher sein. Er wird erstmal richtig hart abgerockt. Nicht wegwerfen den Zettel, Chris. Eigentlich ist... Nee, aber Johnny ist ja der Platinstricher, dann ist Bram der Goldstricher. Ich bin Platinstricher. Peter ist der Silberstricher und ich bin der Bronzestricher. Weil dann mal zum Ende dieser Aufnahme, wie ist der Stand aktuell? Jay führt mit 9, danach kommt Bram mit 8, Peter 7 und ich 5. Und Willkür 1. Alles klar. Bedankt. Oh Gott. Was ist denn? Irgendeiner rasiert wieder den anderen. Ich glaube, Jay ist es, was? Was?